Und ein herzliches Willkommen zurück im nächsten Part von Transportfieber. Schauen wir mal, dass wir die Mission irgendwie rumkriegen. Wir können mal schnell weiterlaufen lassen, weil wir haben eh kein Geld für gar nichts. Wir haben sogar 9 Millionen Miese momentan. Da müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Die Versorgung können wir ja so wie es jetzt ist mal weiterlaufen lassen. Wir produzieren ja genug Lebensmittel. Die können wir ja in die Städte liefern. Genau, die Stahlmine sagt, sie produziert nichts mehr, ist ja in Ordnung. Weil kein Abnehmer da ist, unwahrscheinlich die Schlacke wegzunehmen. Ja, genau. Eisen ist voll und Schlacke ist auch voll. Wir fahren momentan voll in einem Minus, das heißt, wir machen irgendwo Schulden die ganze Zeit. Da müssen wir ein wenig optimieren. Wobei bei dieser Mission optimieren, das wird schwierig. Abwarten, ob wir da noch in ein Plus kommen. Wir müssen da unten mal grüne Zahlen schreiben. Dann passt es. Jetzt sind wir noch 500.000 im Minus. Da sind wir 4 Millionen im Minus. In einem Jahr. Was war denn da so viel anders im Vergleich zum Vorjahr? Na, die Einnahmen haben sich um die Hälfte reduziert. Wir müssen wieder grüne Zahlen schreiben. Das ist das Ziel. Dann können wir vorspulen. Wieder, wir schaffen die Mission, so wie sie ist. Oder ich muss da nochmal ein wenig Hand anlegen. Aber wir können ja mal ein wenig laufen lassen. Es läuft jetzt soweit alles gut. Zu der allgemeinen Situation hier, es sollte jetzt auch audiotechnisch einiges wieder besser sein im Vergleich zu den letzten Folgen. Ja, ja, ist da viel Verkehr. Ja, die sind halt nicht mehr zeitgemäß, die Fahrzeuge. Die Brücke war auf jeden Fall vom Vorteil. Jetzt mir die ganzen Züge, wird sich ja nur noch stauen. Ja, da fahren auch schon Autos runter. Ja, wahrscheinlich nach unten, ne? Nee, nach oben. Okay, das heißt, die Straße ist überlastet. Ja, da ist noch ein Platz, da ist noch Platz. Also das geht auf jeden Fall noch. Wir fahren auch plus ein. 1,7 Millionen plus, jawohl, das ist schon mal sehr gut. Das müssen wir dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder machen und dann wird das schon langsam was. 19, 14, 8. Es geht voran. Jetzt fehlt die Stadt, wo wir am Anfang eine riesen Überversorgung haben. Die fehlt jetzt halt. Gut, wenn wir, ich sag mal, Geld hätten, dann würde ich da ein paar Fahrzeuge einsetzen, die einfach Lebensmittel liefern. Weil wir produzieren ja da eh mehr, als wir benötigen. Wir könnten ein paar Fahrzeuge umsetzen. Weil wir brauchen ja gar nicht den Durchsatz da. Könnten wir die Stadt nämlich schon mal versorgen. Genau, das wäre doch eine Möglichkeit.
haben wir denn da alles? Wir haben darunter noch keine. Wo liegen wir von da? Noch da? Genau. Lebensmittel. M-Punkt. Genau. Dann könnte man da immer so zwei Fahrzeuge oder drei drauf ansetzen. Ja, Lebensmittel M-Punkt. Wenn wir da 3, 4, 5. Wenn wir da mal 3 Runde schicken. Das wäre ja schon mal was. Und dann versorgen wir zumindest auch die Stadt mit. Weil da oben, das ist ja. Das ist kein Problem. Die Lebensmittel kriegen wir locker her. Und der Betrieb ist ja noch nicht mal an der Obergrenze. Der könnte ja noch ausbauen. Genau. Da warten schon wieder Lebensmittel, das passt. Das hilft uns auch, um ein bisschen Plus einzufahren. Wir fahren nämlich schon wieder ordentlich Minus ein. Einmal 2 Millionen Plus, dann wieder 4 Minus. Einnahmen sind ja ordentlich im Keller gewesen. Ich sage auch nichts mehr dazu. Das gleiche hatten wir doch schon mal, oder? Das ist immer dieser scheiß Eisenzug da. Ich hätte damals die Umfahrung bauen sollen. An dem Bahnhof. Das würde uns aber im normalen Endlosspiel nicht passieren. Weil da könnte man Kredit aufnehmen und da schnell umbauen. Ja, da stehen schon wieder alle Züge, ist ja klar, ne? Das heißt, wir haben jetzt wieder unnötig viel Zeit rausgeschmissen und noch mehr Minus gemacht. Okay. Also, das erste Mal im Let's Play, wo wir neu laden. Auch mal schön, das live mitzusehen. Diesmal kein Cut. Alles Uncut heute. Es ist schrecklich. Auf dem Kontinent schlagen sie sich die Köpfe ein. Wir halten uns da besser raus. Dumm nur, dass die ganze Kriegerei sich nicht auf den Kontinent beschränkt, sondern auch in der Nordsee stattfindet. U-Boote, Seeminen und kreuzende Kriegsschiffe verhindern den Import der wenigen Lebensmittel, die es überhaupt noch zu importieren gibt. Trotzdem müssen wir die Versorgung unserer Landsleute sicherstellen. Also gut, wir machen natürlich jetzt genau das gleiche wie das letzte Mal. Wir teilen da 3 Fahrzeuge für die neue Lebensmittelroute zu. Nur werden wir dieses Mal wesentlich den Schienenverkehr beobachten, dass uns nicht der gleiche Fehler wieder passiert. Ist halt viel Verkehr hier oben. Das Signal ist der Fehler. Ich kann es nicht abreißen, es kostet nur 300. Wir haben es jetzt in der letzten Folge gebaut und jetzt macht es schon wieder Probleme. Das da oben ist ein Eck.
im Let's Play würde da, also im Endlosspiel wäre das ganz anders. Genau, wir beobachten das Eck da unten. Da unten läuft ja alles soweit. Beim Malmö läuft ja die Lebensmittelversorgung, das sieht man ja. Da oben ist sie nur ganz schwach. Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang der Jahre. Das heißt, 7 Minuten haben wir in etwa voll vertrödelt und weggeworfen. Wofür umsonst waren, mehr oder weniger. Die wollen wir jetzt nochmal nachholen müssen. Also wenn es sich wieder staut, will ich ja diesen scheiß Zug hier. Dann wird er ins Depot geschickt. Und dann wird da zukünftig ein anderer Zug noch was übernehmen. Mich mal kurz interessiert, das können wir jetzt mal ja schnell nachschauen. Was kann diese der offene für Eisen? Er kann auch Schlacke transportieren, okay. Das heißt, wir könnten mehr Schlacke abtransportieren und wieder runter liefern. Wir das Problem auch nicht, dass der Zug da oben immer umwendet. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das heißt, er fährt als drittes auf jeden Fall noch da runter. Genau. Da fährt er so zurück. Strecke auch verfolgen, dass er es richtig macht. Genau, Gleiswechsel. Passt auch. Rot, rot, rot. Genau. Da kein Gleiswechsel mehr, das ist schon mal sehr gut. Passt. Müssen wir nur den Zug erwischen. Die Waggons sind wahrscheinlich alle auf Eisen eingestellt. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ja gut, wir können ruhig weniger Eisen anliefern. Das spielt keine Rolle. Wir haben eh Stahl und Schlacke genug. Umstellen die Waggons auf automatisch. Genau so, wenn ich im Überblick behalten die ganze Situation, was mir die ganzen Signale hat. Und da ist der Waggon schon da. Genau, Eisen. Kannst du wieder rausfahren. Da wartet nur momentan auf den Kohlezug. Das ist in Ordnung. Da hat der eine Zug nur das Gleis gewechselt.
Da unten staut sich es eigentlich gar nicht. Wenn dann da oder da oben. Ja, wir müssen mal beobachten. Fahren wir nämlich jetzt auch weiterhin Gewinn ein. Gute Abdeckung auf jeden Fall. Fehlt nur noch die da oben. Dafür brauchen wir aber mehr Gewinn. Also mehr Geld. Genau. Da fahren wir halt schon wieder Minus ein in dem Jahr, auf jeden Fall. Keine Ahnung, warum die Einnahmen auf einmal wieder 6 Millionen weniger sind. Machen wir heute mal ein paar Minuten länger das Ganze. Wir haben hier auch 7 Minuten am Anfang vertrödelt. Und entschuldigt das bitte, ich muss mit der Lautstärke noch ein bisschen arbeiten im neuen Zimmer. Oder im neuen Raumkonzept. Genau, da kann er ruhig Stahl abtransportieren und Schlacke. Wie ist das ja Eisen noch da? Genau, ist ja noch Eisen da. Obwohl der Zuschauer Ewigkeit ausgefallen ist. Also spielt das gar keine Rolle. Das kann mal weiterlaufen. Fällt ja nur noch die Stadt da oben. Die ist wieder ganz schlecht angebunden. Dazu müssten wir in der Stadt ein neues Depot setzen. Was ich damals nicht gemacht habe. Okay, aber wir kriegen so langsam ein Geld wieder. Noch läuft auch alles relativ. Da passt noch alles. Jawohl. Heute spielen wir aber ein bisschen mehr Zugführer oder Schaffner und Streckenkontrolle. Weniger Bauer. Wir müssen erstmal Geld wieder kriegen. Sieht ja relativ gut aus. Wir fahren auch schon wieder Gewinn ein. Okay. Aber langsam wird es, glaube ich, irgendwas. Schauen wir mal. Weil jetzt fährt der Eisenzug gerade durch und wendet nicht mehr im Bahnhof um. Das ist der Vorteil. Da hat sich nämlich immer deswegen gestaut. Genau, nimm dann Schlacke mit. Bringt sie daher, weil da brauchen wir E-Schlacke. Genau, Steinspiegel. Oh, da liegt auch genug Essen. Also Lebensmittel. Also ich glaube, die Stadt ist auf jeden Fall gut versorgt. Genau, und von da wird es ja dann verteilt noch zum Bahnhof und umgekehrt. Also da haben wir auf jeden Fall eine sehr gute Abdeckung. Ja. Das Problem ist ja nur wieder, da ist auch eine sehr gute Abdeckung. Durch dem hier, der deckt da alles ab. Aber da hinten decken wir halt gar nichts ab. Ne? Durch den decken wir da ein bisschen was ab. Müssen halt da noch irgendwo ein Depot hinsetzen. So wie alle. Falsche Taste. Ja. So wäre halt was spitzenmäßig gewesen.
Können wir leider nicht machen. Okay. Dann würde ich trotzdem sagen, wir beenden an der Stelle erstmal den Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.